Liebe Pratlerinnen und Pratler, liebe Kurt Sutter, Webschauende, ich darf Ihnen einen kurzen Abriss geben über den Inhalt von unserem neuen Stück von der Laienbühne Pratteln, wo ab dem 25. Oktober in der alten Dorfturnhalle zu sehen ist. Der konservative Nationalrat Arthur Aebi, verkörpert von mir persönlich, hat das Gefühl, als Politiker hat man nicht nur Verantwortung, sondern auch Freiheiten und trifft sich mit seiner Geliebten im Parkhotel Federal, während er eigentlich an der Fraktionssitzung soll sein. Der Oben fängt ganz schön an, aber schon gleich werden sie selber zu einem Opfer. Im Fenster von dem Parkhotel hängt eine Leiche. Das Fenster selber wird zur Hauptrolle im Stück, zur Hauptfigur und nimmt immer wieder Einfluss auf die Geschichte, die auf der Bühne stattfindet. Natürlich kommen die zwei mit ihrer Liaison nicht sehr weit und es taucht schon gleich mal die Direktorin von dem reizenden Hotel auf, die denen da oben ziemlich tut versalzen. Dazu kommt dann irgendwann noch der Mann von der Geliebten und so kommen alle mehr Personen auf die Bühne, die da oben zu einer reizenden Farce machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie würden unsere Zuschauer sein und ab dem 25. Oktober in der alten Dorfturnhalle das Stück würden schauen. Ich danke Ihnen schon im Voraus.